Activision. Raven Software. Soldier of Fortune. Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir, Peacemaker. Und diesmal ist es Soldier of Fortune, der erste Teil. Der wurde von Raven Software im Jahre 2000 entwickelt für den PC und kam dann ein Jahr später für Dreamcast und die PlayStation 2 raus. Wir spielen hier die englische ungeschnittene Version, die genauso wie die deutsche Version in Deutschland indiziert wurde. Und das, obwohl die deutsche Version doch einige Schnitte erhalten hat. So, ich habe mich übrigens auch dafür entschieden, das Spiel komplett auf Englisch zu spielen, also auch mit englischen Untertiteln. Die gibt es zwar auch in Deutsch, allerdings sind da dann einige Namen umbenannt. Also aus New York wurde dann New Fork oder so. Und da habe ich gemeint, nee, das bisschen Englisch, das solltet ihr doch eigentlich verstehen können. Gut, neues Spiel, Peacemaker, yep. Und dann starten wir doch mal ein neues Spiel auf Medium. Sollten wir hinkriegen, denke ich. So, befinden uns in New York. Am 22.09.2000. Abends um kurz vor 23:30. This isn't a military operation. I can't let you boys go down there. Doesn't sound like you have a choice, Captain. All right, you win. We don't know what these scumbags are up to down there, but we do know their leader's name. Saber! Saber, the plans fail! We got hostages! Whatever it takes, I want those explosives detonated! Kill Saber, you've killed the gang. Understood. John, take this entrance. I'll meet you at Station 6C. Good luck, Hawk. Cops! Und da haben sie uns entdeckt schon. Also, wir spielen hier den Soldaten John Mullins, den es halt auch im wirklichen Spiel gibt. Wirklichen Leben. Sowohl im wirklichen Spiel als auch im wirklichen Leben. Und ja, der ruht jetzt hier mal eine Runde aus. Und wir sollen jetzt hier die Geiseln befreien. Da haben einige Punks sind jetzt hier hingegangen und haben dann hier angefangen, Leute als Geiseln zu nehmen. Na komm, weg mit dir. Ah, den Polizisten hat es aber auch erwischt. Mal nachladen, da kriegen wir noch ein bisschen was an an Rüstung. Genau, das Wort habe ich gesucht. So, dann hier rüber. Dich erledigen wir auch noch schnell. So, Munition nehmen wir auf. Und ich muss mal gucken, irgendwie so ganz hundertprozentig. Die Frames stimmen, aber soweit. Ja, gucken, ob wir den retten können. Ja, können wir den auch schnell wegballern. So, können wir dem jetzt sagen, dass der weg soll? Nein, können wir nicht. Das war eine Blendgranate. Na naja, gut, ich denke, dann kann der mal da kurz da stehen bleiben. Da wird schon nichts passieren. So, einmal die Gegner in Ruhe lassen. In dem haben wir jetzt zum Beispiel die Waffe aus der Hand geschossen. Das ist, war auch eins der ersten Spiele, die diese Körpertrefferzone eingeführt haben. Das heißt, je nachdem, wo wir die Gegner treffen, entsprechend werden die dann auch verletzt. Gut, die laufen jetzt schon mal. Dann scheinen die jetzt von alleine abzuhauen. Ich will aber erst nochmal gucken, hier ging es ja auch noch rüber. Ob wir da vielleicht noch irgendwo hinkommen und ich wechsle mal gerade auf die Schrotflinte. Kommen wir da rein.
Okay, damit springen wir. Was ist mit F? F lehnen wir uns rüber. Gehen die andere Richtung. Q macht nichts. Da gehen wir zurück. Auf X können wir dann unsere Sachen umschalten. Jetzt bin ich auf die Schreibtaste gekommen, deswegen geht auch nichts mehr. Ich habe auch gerade hier das Overlay mit der Framerate oben. Von daher kann es auch sein, dass ich da oben links mal was nicht entdecke. Irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Okay, mit Alt werfen wir dann die Waffen, oder die Dings. Hier geht's aber auch noch weiter, sehe ich gerade. Nix. Ach Mist, den haben wir jetzt nicht retten können. Dann kriegst du halt jetzt hier was ab. Ne, das Messer wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Pistole. Ja, dem haben wir jetzt ins Bein geschossen. Und das wird ihn dann zumindest für eine kurze Zeit erledigen. Oder ablenken. Erledigen wird sie nicht. Ja, ich kann mich ja noch an das Poster erinnern für das Spiel. Und zwar war dann damals, glaube ich, ein Mann abgebildet. Oh, da sind ganz schön viele, sehe ich gerade. Kriege ich die von hier? Einen. Noch einen. Und der halt dann auch, wo dann diese verschiedenen Trefferzonen markiert waren. Also aufgemalt auf ihm. Und wurde halt dann auch damit ordentlich geworben. Entsprechend hoch ist jetzt halt der Gewaltgrad bei dem Spiel. Und deswegen wurde es auch sehr kontrovers diskutiert damals. So. Ich hoffe mal, ihr habt das Ruckeln nach einem Video nicht drin. Weil normalerweise sollte das flüssig laufen. Ist jetzt schon über 13 Jahre alt. Ja, die Sache mit den Türen. Was haben wir denn auf STRG? Da haben wir Feuern. Schiff tut sich mal nix. Ach, Leertaste ist benutzen. Okay. Und E ist springen. Ich glaube, da muss ich mir das doch nochmal umstellen. Dann gehe ich aber mal gerade oben nochmal an dieser Tür gucken, ob wir da reinkommen. Einmal nachladen. Ich habe da jetzt in die Benutzereinstellung bzw. die Option noch nicht so genau reingeschaut. Bin da glaube ich doch zu verwöhnt. Ach, jetzt kommen wir hier auch rein. Okay. Da haben wir jetzt... Oh, da haben wir Granaten und einen Gegner. Der jetzt... sogar eine ganze Menge Gegner, die jetzt hier die Tür aufgeschossen haben. So. Erster Sackschuss verteilt und den sollte ich ja dem Hall widmen. Bitteschön, hier hast du deinen Sackschuss. Können wir da noch was mitmachen? Ach, da haben wir hier jetzt die Kameras. Können wir die auch irgendwie durchschalten? Ne, scheint nicht so. Okay, da flimmert nur noch irgendwas über den Bildschirm. Haben wir hier noch was? Nee. Okay, das wäre es dann soweit hier drin. Jawohl. Gut, da waren wir jetzt noch nicht. Schauen wir uns doch hier unten mal noch um. Oh, na warte. Gehört sich aber nicht, hier einfach hinzupinkeln. Können wir so eine Cola ziehen? Nee. So was, die Jugend von heute. Beziehungsweise ist ja von damals. Spielt ja im Jahr 2000. Halt die Klappe! Ups. Sorry, ich wollte dich nicht anschießen. Du bist mir halt in Schuss gelaufen. Ja, ja, ist ja okay. Ich bin ja schon da. Kannst ja gehen. Ich mach das. Na, kommt mal her, ihr Punks. Beziehungsweise, sterbt mal schön. Ja. Du lebst auch noch.
So, und das ist, glaubt, oder müsste eigentlich auch ein Vorteil gegenüber der deutschen Version sein, dass die halt, wenn die irgendwo im Arm getroffen werden oder so, erstmal dann ein paar Sekunden lang sich die verletzte Stelle halten. Der ist jetzt zum Beispiel ausgeschaltet und stirbt. Ja. Und ich sehe, wir haben die Shotgun voll an Munition. Ist mir allerdings hier jetzt auch... Weiß nicht, ob ich die jetzt gleich schon mal benutzen soll. Nein, nicht jetzt so. Das wollte ich genau. Gucken, ob wir hier irgendwo hinkommen. Da ist zu, okay. Hier über Duckjump. So, die Frage ist, wie ducken wir uns? Na gut, das war's ja nicht. C, okay. Gut, das kann ich so lassen. Da bin ich mit einverstanden. Dann haben wir hier noch eine Runde Munition. Und... Ja, wenn die Geisel hier mal nicht so rumlaufen wird. Gut, damit wären die beiden weg. Aha, und da sehen wir schon, da wartet ein... John, you read? Ja. NYPD has a large group surrounded near station 6C. Hands up. Roger. Alles klar. Unsere Leute sind wohl hier in Station 6. So, den haben wir jetzt entwaffnet. Und ja, könnten ihn jetzt umbringen, aber andererseits komm, ich spiele ja bei Fallout schon einen guten Charakter, dann du hast dich besser verdient, Punk. So. Sind wir hier mal der böse Cop. Was haben wir ansonsten noch? Gut, dann wechsle ich hier jetzt aber wieder auf die Pistole. Doch da teilweise wesentlich besser. Na, so. Den erledigen. Okay. Oh, da geht's noch weiter. Lass uns im Moment doch gar keine Ruhe, die Gegner. Und damit wird er dann platt. So, Headshot und ein Halstreffer. Und da gab es auch für jede Trefferzone oder für die meisten zumindest noch verschiedene Todesanimationen. Die wurden dann in der deutschen Version auch rausgenommen. Gut, wo haben wir denn die nächsten? Da kommen noch bestimmt noch welche. Ja, genau hier. Der wäre platt. So, und an die Stelle erinnere ich mich noch nämlich von früher, als ich es damals mal gespielt habe. Da kriegen wir nämlich hier Besuch. So, den mal noch weg. Und den noch weg. Und hier drin die Munition sammeln. Ich muss da, glaube ich, nach der Folge auch mal die Belegung umstellen und mal gucken, woran das hier, ob das jetzt wirklich nur bei mir jetzt am PC rucklassen oder ob die halt auch während der Aufnahme da sind. Das wäre dann nämlich nicht so schön. Ist das... Ach Mist. Ich glaube, den habe ich auch nie gekriegt hier, den den Gegner. Da haben wir jetzt wieder Rüstung. Dann noch Shotgun-Munition. Da sehe ich jetzt auch gerade mal nichts. Habe ich es erwischt? Nee. Aber wir sehen ja bei unserem Fadenkreuz, das färbt sich halt dann immer noch entsprechend ja, rot, wenn Gegner da sind und grün, wenn es Zivilisten sind. Okay, wir kriegen keinen Strom hier auf den Gleisen. Schon mal gut, die Munition nehme ich mal mit. Und dann begeben wir uns jetzt mal hier auf den Weg weiter Richtung, ja, Station, wo wir uns mit dem John Mullins treffen sollen. Ja, das war auch hier durch den Nebel, siehst halt gar nichts. Da musste ich hier aufs Mündungsfeuer und das Fadenkreuz verlassen. Haben wir? Ne.
Na komm, so, der ist auch gerade ein bisschen seltsam durch die Gegend gelaufen hier. Okay. Und ja, ja, genau, ich glaube, da kamen nämlich jetzt auch noch Züge. Das ist ein freundlicher. Wahrscheinlich irgendein, ja. Gucken, nee, anreden können wir den nicht. Vielleicht irgendein Penner, der hier in der Bahn. Oder ein Obdachloser, das klingt ja immer etwas freundlicher als Penner, der dann hier in der Bahn wohnt oder sie untergekommen ist. Gut, dann geht's hier weiter, würde ich sagen, genau. Oh, die haben es aber, also zumindest der Polizist hat es weit geschafft und ich verballer hier gerade eine ganze Menge Munition, muss ich sagen. So. Aber noch haben wir eigentlich genug. Er ist auch noch ein wenig angeschlagen. Jetzt ist er weg. Gut, die Munition nehmen wir noch mit. Ups, das war unerwartet. Dafür kriegst du jetzt einen Headshot. Wir füllen uns wieder auf. Und wir sind, glaube ich, hier an Station 6C, oder? Genau, hier sollen wir uns ja mit unserem Kumpel... ich habe gerade schon wieder den Namen vergessen. Treffen. Hawk, genau. Und das war Saber, der Oberbösewicht. Hier haben sie die Gefangenen aufgereiht. Und ich guck mal gerade, kriegen wir eigentlich Ärger, wenn wir die erschießen? Mal schauen. Nein. Na dann. Ein paar Bösewichte weniger, dann brauchen wir hier das Gefängnis auch nicht so überfüllen, das passt. So, was jetzt? Sollen wir auf den Zug springen? Naja gut, dann schauen wir mal, was der so zu bieten hat. Und ab geht's. Oh. Freundliches Empfangskomitee. Jupp, damit werden die dann verschwunden. Einmal durchladen und wir müssen jetzt hier runter, schätze ich mal. Wo kommst du denn her? Da ist noch einer. Zwillingsbrüder, wie es scheint. Der lebt noch. Und irgendwo ballert ja noch jemand rum. Hinter uns vielleicht? Gucken, ob das Fadenkreuz sich färbt. Nö. Gut, kann auch sein, dass die Schüsse von da hinten irgendwo kamen. Der da zum Beispiel. Ja, da ist er uns entkommen. Oh, wo kommt die denn her? Die sind jetzt einfach gespawnt oder was? Okay. Ja. Okay. Mission abgeschlossen. 52, okay. Bla bla, Cash. Das ging jetzt leider etwas zu schnell. Das hier ist jetzt 25 Meilen Nord-Kasachstan. Oder nördlich von Kasachstan in Russland. Da geht wohl irgendwas hier ab. In dieser Militärbasis. Protected stockpile near Kazan last night. Sold to the highest bidder, the train now carries the warheads toward an undisclosed location in southern Africa. As much as I need Hawk on this one, the shop wants me to go in alone. Ja, da haben wir jetzt schon unsere nächste Mission bekannt gegeben und jetzt sind wir in
Uganda. Und sind schon direkt auf diesem Zug. Ja, der wird auch gar nicht mal schlecht bewacht. Ja, da fliegt einfach mal so ein Hubschrauber vorbei. Scheint die Typ aber nicht großartig zu stören. Na ja, gut, umso besser für uns, dann können... Moment, das ist gar nicht unser Hubschrauber. Das scheint Überwachungshubschrauber oder Bewachungshubschrauber von denen zu sein. Ja, ich mache allerdings hier mal einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und seid auch dann weiterhin dabei. Bis dahin, ciao, ciao.